Hallo Freunde, Freaklier von MagicBlocks.de. Ich zeige euch ein bisschen Gameplay mit einem meiner Commander-Decks auf Magic Online, Simone und Dina. Das ist ein Deck, das ich in Paper als The Master spiele mit ein paar anderen Karten. Das werde ich euch per Gelegenheit auch noch auf dem Channel zeigen. Das ist ein Artefakt-Token-Deck. Also vielleicht nicht genau das, was man erwartet, aber wir opfern halt. Wir haben relativ coole Länder. Wo wir dann Field of the Dead haben und Tokens basteln. Und wir haben auch so ein paar kleine Mini-Synergien. Ich bin ja der große Freund, dass ich das Ganze so ein bisschen Highlander-mäßig baue. Und das Neueste, was mir wirklich gefällt, ist, dass ich quasi diese möchtegern CMC7 Sachen spielen kann, um zwei neue Sachen zu triggern. Und zwar Kozilek's Unsealing, finde ich eine insane coole Karte. Und natürlich Ugin's Binding, der neue Cyclonic Rift aus dem Friedhof. Und ja, das Deck versucht natürlich auch, wie immer, aus dem Friedhof rumzudördeln, ein bisschen zu trainen. Hat jede Menge Sachen, die Token bauen, die ihr auch erwarten würdet. Mirrodin Besieged, Zeit zum Beispiel. Wir haben eine Bitter Blossom drin, die irgendwo sich versteckt. Wir haben eins meiner Lieblingskarten, Top the Spy Network. Und ansonsten wird gerammt. Wir haben auch noch Bolin Tribal, weil ich einfach, oder Tesseret Tribal, ich finde Tesseret einen super coolen Charakter und auch einen coolen Planeswalker. Gerade Agent of Bolas ist einer meiner liebsten Karten überhaupt in Magic. Und ja, ich spiele noch eine neue Karte, in die ich mich verliebt habe, im Commander aus Modern Horizons 3. Shadow of the Second Sun finde ich super cool für meinen Spielstil. Ich tappe mich aus, dann enttappt alles und ich kann Ring nochmal aktivieren, Kreaturenfähigkeiten aktivieren, ich kann meinen Instant Removal spielen, ich kann meine Tutoren spielen, wie zum Beispiel mein Waterlock Teaching vom Friedhof. Ich kann Realmbreaker nochmal aktivieren. Die Karte ist noch besser, wenn der Master hier am Helm ist und das Ganze noch ein bisschen mehr mit Milling ist, wenn man dann eben den Master auch enttappt. Aber man kann auch Simone enttappen und die kann dann nochmal sacrificen. Coole Karte einfach und insgesamt ein spaßiges Deck. Und dann sehen wir uns gleich im Game. Ciao, ciao. Okay, wir sind nur zu dritt, aber ich spiele mein neues Token-Deck, das in Paper the Master ist. Den gibt es leider auf Magic Online nicht. Wir haben Savra dabei und Gishath. Das ist ein Token-Deck, was ich spiele. Eigentlich ein Artefakt-Deck. Gott, diese... Also damit werde ich nie klarkommen, ganz ähnlich. Ganz ehrlich, diese Universes Beyond mit irgendwelchen Schauspielern drauf. Schon ein bisschen merkwürdig. Oh, Christ. Okay, ich denke, ich fetche auf eine UC. Und dann spielen wir Tamio. Wenn ich darf. Underground Sea. Tamio. Go. Fire Garden. Okay. So heißen die Battleborn in merkwürdigen Ländern, also merkwürdigen Farben. Sacred Foundry. Die kenne ich tatsächlich noch. Terra Sander ist schon mal weg. Sehr gut. Ich sag's wie es ist. Christ blogge ich nicht. Okay. Cyclonic Rift, verstehe.
nicht das schlechteste Draw. Wir machen mal ein Glue. Und dann würde ich, glaube ich, einfach an der City Sewers legen. Bitterblossom. Ja, die will ich schon auf jeden Fall irgendwann haben. Ich kann nächste Runde mein Commander spielen. Dann die Runde drauf Mykospawn. Dann habe ich 5 Mana ein Play und habe nur eine Darkmoss Bridge. Aber dann kann ich theoretisch Muldrifter evoken, sacken. Ja, okay. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ich kann auch nicht den Mykospawn spielen, sondern die Darkmoss Bridge Turn 4 dann und dann da Nulldrifter evoken, sacken mit meinem Commander. Ja, okay. Kriegen wir hin. Freunde, kriegen wir hin. Das sieht ganz gut aus. Dann flippt meine Tamio. Sollte alles bis dahin überleben natürlich. Immer diese Opponents, die dann da was dagegen haben wollen. Das ist so eine Sache. Der Commander macht mir doch ein bisschen Angst immer. Das ist schon der Gerät. Aber wir haben ja so ein Reset auf der Hand und ich habe in dem Deck nochmal ein Reset drin. Okay, Crucible. Interesting. Bitterblossom, guter Draw. Okay. Einmal die 0 Power Beats ein bisschen verteilen. Nochmal schön Artefakt machen. City's Blessing, ja, da ist noch ein bisschen entfernt. Der flippt nur, wenn was wiederkommt. Ist bis jetzt auch nicht so. Okay, dann wollen wir Simone und Dina spielen. Kasten wir mal. Erstmal schön Sultaimana tappen und dann let's go! Okay, einfach gar nichts von unserem Dino-Mann. Spannend. Stinkweed Imp. Okay. Okay, Opponent, lass mich, ein bisschen Angst anzugreifen, ehrlich gesagt, da ist lauter Mana offen hier.
Okay. Ich traue mich trotzdem einmal anzugreifen. Okay, dann kommt unser Move. Evoke Null Drifter. Dann ist ein egal. Wird noch jemand getrained und meine Tamiyo flippt. Bevor wir sacrificen müssen, wird geopfert. Legen wir mal noch ein Land ins Spiel. Und dann wird der hoffentlich nicht angreifen können. Wenn doch, können wir theoretisch einfach noch eine Emry spielen. Die kann dann Jump blocken. Ah, Magic Online wieder ein bisschen lahmarschiger unterwegs. Okay. Schauen wir mal, was wir millen. Ugin's Binding. Nice. Fell of the Profane, ne? Denial. Ist ein bisschen doof und ein Land. Okay, Savage Order. Oha. Verrückte Karten. Okay. Ich befürchte, meine Tamiyo wird das nicht überleben. Ich bin ehrlich. Jo. Geil. Ist halt einfach ein Natural Order des Verdinos. Geil. Okay. up to one target non-land permanent. Ja, okay. Dann exile mal. Okay, mein Commander. Da war es das Dinkweed-Imp, okay. Peatland gesackt. Coole Wombo-Kombo.
So, Freunde, was machen wir jetzt mit diesem Dino-Aktion hier? Okay, erstmal Trophy, schon mal schön. Ich meine, ich könnte einfach Microspawn spielen. Rampen. Rampen ist immer gut. Nochmal hier hochticken. Weil die halt schon echt alle riesig sind. Ja, das ist auch kein Highlight. Ist jetzt gegen meine Artefaktik ziemlich gut. Okay, das Field of the Dead, das ich raussuchen wollte. Tja, und jetzt? Das heißt, ich könnte was auf die Hand zurückholen. Bringt mir das was? Ich habe leider kein Artefakt. Kann auch einfach Field of the Dead spielen. Den Spawn spielen. Ohne Kicker. Und dann das Repast offen lassen. Und als Land wahrscheinlich ein Stronghold einfach. Jo. Das hört sich doch ganz gut an. Dann habe ich noch mal einen Blocker. Und ich kann zur Not einfach einen Glue sacken. Tamio tickt mal noch mal hoch. Auch wenn sie wahrscheinlich sterben wird, elendig. Schauen wir mal. Ja. Ich meine, das sind halt einfach 24 Power Trample. Was macht der eigentlich noch? Aha, macht Leben. Okay. Jetzt kann man Etalis bauen. Dieses Dino-Decay. Ja, auf mich, komm, bring it. Ich meine, ich habe ein Bein in dem Friedhof, ich hätte auch Angst. Oh, das muss nicht sein. Meine schöne Tamio. Galta ist halt einfach riesig, kannst nichts machen.
Ja gut, no blocks halten. Trampelt alles. Was soll's? Dann stirbt das halt und ich habe echt schon wieder kein Life mehr. Ich muss einen 7-Drop finden, damit mein Binding triggert. Wobei die Dinos dann trotzdem alle wiederkommen. Mein Safra vorne macht auch nicht so richtig viel Karten ziehen und sein Beatlet wieder spielen. Geil. Okay. Hoffentlich das Dino-Teil. Jo. Dann ziehen wir mal. Heroic Intervention. Das bringt gegen die Trampler leider auch nicht so viel. Vielleicht muss ich tatsächlich einfach riften. Oh. Ja, leider immer noch nichts im Friedhof, das ich wiederholen kann. Den Spawn finde ich auch super coole neue Commander-Karte. Weiß nicht, was ihr da davon haltet, aber nochmal so ein Solem. Ich bin ja sowieso immer noch großer Solem-Freund. Der ist halt on cast. Ja, hat Vor- und Nachteile. Meistens eher Nachteile, wenn wir ehrlich sind. Das wird wahrscheinlich der Exile-Dino wieder sein. Das macht nur Indestructible. Ja, dann kann ich ja mal weiter yielden. Das brauche ich dann tatsächlich nicht offen halten. Jo, meine Emry war jetzt eh nur zum Jump-Blocken da und nicht mal das hat sie gemacht. Hey, Rampant Growth. Verstehe. Das heißt, Gisha kostet 8, 5, 6, 7, 8. Die hat halt Haste auch noch. Das nächste Runde kommt in Gisha, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht muss ich da ein Construct bauen, wobei das gerade auch 4-4 wäre. Ist jetzt auch nicht gerade der Ober-Dino-Killer. Zumindest kann ich alles davor werfen und einen Repast offen lassen. Das heißt, wenn ich hier, bei Opponent hat ja noch diesen Destroy-Artefakt-Enchantment-Typen. Aber wenn ich 3, ich mache noch einen Token durch einen Solem, 4 würde reichen. Und dann kann ich sogar noch einen Repast offen lassen. Ja, da kommt leider der Caterpillar.
Ja, da muss die Saga wohl gehen. Oh, Life from the Loam. No cards to their owner's hand. Hä? Einfach nur um zu dredgen? Okay. Wegen mir. Otawara. Soll ich Otawara spielen oder offen halten? Ich glaube, ich mache Tokens. Ich habe auch Bounce Lands, Karoo Lands im Deck. Hätte auch einen Token mit Psy machen können, aber ich will eigentlich ein Construct bauen. Mal noch eine Island, kann man nie genug haben. Okay. Attack. Ich meine, ich habe wenigstens ein Leben. Ich kann schon draufhauen. Bin ich gespannt. Gishach kann jetzt nicht wirklich angreifen. Bei mir nicht. Und hier der Christ hat halt einfach auch Death Touch. Okay, genug Mana für Galza natürlich auch. Okay, dann kommen die anderen Dinos wieder. Was bist du für ein Viech? Ah, okay. Das ist der Master Godzilla auf jeden Fall aus echt auf mich. Okay. Also, dann geben wir ihm noch Indestructible und ich ziehe gerne eine Karte mit Solem. Danke, danke. Ja, das Dino Brain, das muss angreifen. Das sehe ich schon ein. Und so ein 1-1 Death Toucher, das kann man nicht machen. Da lieber in lieber in die Solems rein. Der hat doch 8 Power. Na, egal. Okay, getretched. Okay. Schon coole Engine, die hier abgeht. Myko-Tyrant. Sieht schon nach einem witzigen Deck aus da drüben. Okay.
Jetzt wird es Zeit zurückzuschlagen gegen den Dinos, hätte ich gesagt. Weil gegen die Dinos, die sind halt immer noch riesig. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir machen können. Skullclamp. Okay. Machen wir erstmal nochmal so ein Construct. Und dann hätte ich gern, glaube ich, einen Shadow Spear. Hey, Myomite. Nihil Spellbomb. Ich nehme mal Shadow Spear. Okay. Sei. Okay, der Lifelinker greift auf jeden Fall an. Ja, okay. Damit der mal weg ist, wenigstens. Und dann Skullclampen wir hier. Ich habe noch kein Land gespielt, glaube ich. So wird das nichts. Okay. Gut. Dann let's go. Overwhelming Stampede. What the fuck? Was geht ab? Es ist schon genug. 24, 48, 58, 53. Ja, alles auf mich, so ist richtig. 53. 10, das sind 18, 21 plus 4, 25, 48, ja, ich glaube. Schauen wir mal. Irgendwie dazwischen springen. Und Mathe ist für Blocker, ich habe nicht gerechnet, ich habe geschätzt, es könnte knapp reichen. Mein, dann bin ich gegen gegen das hier tot, aber okay, ich bin so oder so tot. Minus eins. Okay, dann schnelles Spiel. GG.